Starten Sie, Ladies! Ich habe hier den Wagemut Selected Cask Community Homebase. Das ist übrigens die neueste Abfüllung von diesem Homebase Rum, der erstmal 10 Jahre bei der Foursquare Distillery gelagert wurde, auf Barbados, und dann nochmal 3 Monate in einem Madeira-Fass nachgelagert ist. Ganz kurz, SCC oder Selected Cask Community kommt daher, dass es immer so kleine Abfüllungen von 100 Millilitern gab und eben eine Community, wo du dich einbuchen konntest und da bekamst du jeden Monat 100 Milliliter in kleinen Fläschchen, damit du nicht immer so einen halben Liter, 0,7 Liter kaufen musst. Eigentlich total smart gedacht vom Nicolas Kröger, weil ja, ihr seht ja hinter mir, erstmal wird das ganz schön schnell, ganz schön voll und außerdem weiß ich ja nicht, ob die da rumschmeckt. Also, dem wollte der Nicolas beikommen. 100 Milliliter finde ich eigentlich eine super Größe, um einen Rum mal zu probieren. Ist nicht zu wenig, so 2 Cl, 4 ist ja doch mal schnell weggeschlürft. 100 Milliliter ist schon ein bisschen was mehr und was Feineres. Da kannst du dich mit so einem Rum schon mal beschäftigen. Und wenn er dir nicht schmeckt, hast du nicht so wahnsinnig viel verloren. Naja, ihr könnt euch vorstellen, jeden Monat einen neuen Rum zu kreieren, der in Selected Casks, also ausgesuchten Fässern gereift wird, da kommst du nicht so schnell nach. Ne? So ein Rum muss halt reifen. Du musst dir das Fass suchen, du musst dir den Rum suchen und das am laufenden Band zu produzieren, ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es jetzt diese Community, soweit ich weiß, nicht mehr, aber eben diesen Selected Cask Community noch im Namen tragenden Rum. Noch eine weitere Besonderheit. Dieser Rum hier hat, ich hoffe, ihr sitzt, haltet euch fest, 54,7 Volumenprozent Alkohol. Ja, ist eine ganze Menge, aber das gibt dem Ganzen, ihr wisst ja, Alkohol ist Geschmacksträger, das gibt dem Ganzen nochmal so einen richtig voluminösen Geschmack, wie wir dann nachher gleich hoffentlich in der Verkostung sehen würden. Ich bin gespannt, ne, ob das dann auch wirklich so ist oder ob ich doch sage, Hilfe, das ist aber, mein lieber Schwan, ganz schön viel Alkohol auf der Zunge. Aber soweit ich den guten Nicolas Kröger kenne, achtet der auf eine Ausgewogenheit in seinen Rums. Und da ist ein hoher Alkoholgehalt nicht unbedingt maßgeblich für Schärfe, sondern eher für einen etwas voluminöseren Geschmack im Rum. Um noch ein bisschen klug zu schnacken. Madeira übrigens, kennen wir auch von Dos Madeiras, habe ich hier hinter mir. Zwei Hölzer, dürfte die portugiesische Übersetzung sein für eben auch Holz. So, gibt auch eine Insel, die Madeira heißt. Und Madeira ist eine Herkunftsbezeichnung, ist geschützt. Also alles, was irgendwie Madeira heißt, Madeira im Likör, Wein, Wein, Likör, ist von dieser Insel. Ne? Kannst du, ist ähnlich wie Champagner. Und Madeira ist eben ein ziemlich gehaltvoller Wein. Wie ich sagte, Likörwein, also wird das Ganze so ein bisschen in die süßliche Richtung schwenken, ähnlich wie bei der PX, also Pedro Ximénez Veredelung. Da ist natürlich auch noch ein bisschen von dem Likör und von der entsprechenden Spirituose eben in dem Fass mit drin, sodass sich dort die Aromen vermehlen. So, jetzt habe ich schon eine ganze Menge gequatscht, muss ich das Baby auch aufmachen. Dazu nehme ich mir mal ein Messerchen, ihr seht, das ist hier noch zu, das mache ich ja zu gern. Hier einmal durchschneiden. Und dann sozusagen den Korken freischneiden. Dann nehme ich mir noch ein Gläschen und schenke ein. Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung Wein. So, nehmen wir mal einen anständigen Schluck hier. Alles andere ist ja zu wenig. So. Jetzt gucken wir mal hier, auch schon die Farbe, ja, so orange, rötlich, oh, ja, also eigentlich ein bisschen helleres Bernstein. Mensch, und? Erste Nase, oh, Wahnsinn, rund, bisschen fruchtig schon in der ersten Nase und kein, Ausrufungszeichen, kein stechender Alkoholgeruch in der Nase. Magie? Man weiß es nicht. Aber, oh, lass mich, oh, Junge, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der ist schon so ein bisschen, wow, so ein bisschen dickflüssig hier beim Schwenken. Ist nicht so flüssig wie
andere Rums, die ich bislang hatte. Natürlich, Viskosität wird beeinflusst von ein bisschen Zucker, was aus dem Fass kommt und natürlich auch vom Alkohol. Dabei, wichtig, wichtig, also hier ist nichts nachgezuckert, auch nicht nachgefärbt, kommt alles aus den Fässern, in denen der Rum gelagert wurde. Also entsprechend Bourbonfässer, dann bei Foursquare und dann das Madeira-Fass beim Nicolas Kröger. Also übrigens, 54,7%, das ist schon extrem nah an der Fassstärke, wenn nicht sogar Fassstärke, also je nachdem, was da an Gehalt reingekommen ist. Aber also ich kenne das auch, ja, haben wir ja Navy Rum. Navy Strength hat auch über 50%, geht ja teilweise hoch bis über 60%. Aber kann auch sein, dass dieser Rum halt bis zu einer Stärke von, na hier, 54, 55 Volumenprozent einfach destilliert wurde. So. Boah. Krass. Das ist sehr, sehr fruchtig. Klar, ist ein Barbados Rum. Die sind in der Fruchtigkeit auch relativ weit vorne, zurückhaltender als ein Jamaikaner, ganz klar. Aber du riechst dann auch noch so ein bisschen ganz hinten Holzigkeit. Und dann so eine leichte, wie sagt man, sowas, was einem so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. So eine leicht säuerliche Note. Oh, und deutlich, deutlich fruchtig, holzig. Vanillig kann ich gar nicht mal sagen. Also, wie gesagt, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich muss noch mal probieren. Freunde, auf euch! Wow. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Also natürlich volle Wucht, 54,7% Volumen Alkohol. Ja, merkst du auf der Zunge. Aber das ist erstmal der erste Schluck. Muss ich eben die Zunge mal dran gewöhnen. Boah. Nachgeschmack, ja, wie gesagt, da jetzt kommt so ein bisschen der Madeira, ne? Auch mit dieser Holzigkeit. Ich meine, der Wein wird ja nicht einfach mal so auch nur so ein, zwei Jahre da drin gelagert, sondern der muss da richtig drin reifen in diesen Fässern. Und dann wird auch gleich, weil es ja ein Wein ist, soweit ich weiß, hat der Nicolas auch den Rum dann gleich hingeschickt, sozusagen, zu den Fässern, damit die kurz nach der Entleerung dann auch gleich wieder mit Spirituose befüllt werden können. Ne? Weil ansonsten Wein, wenn der oxidiert, wird's, na was, Essig. Hier willst du keinen Essiggeschmack drin haben. Ne? Also deswegen ist er schon ganz pfiffig. Ne? Also er hat ja auch wahnsinnig viel damit rumprobiert. So, rumprobiert, ach Gott, hör auf. Alte Wortwitze wollen wir hier nicht haben. Aber bis dann sozusagen diese Technik kommt, füllst du doch gleich ins Fass und schickt den Rum auch gleich an die Destille oder besser gesagt da, wo die Fässer lagern und auch entleert werden. Ist schon ein smarter Move. Also Respekt, Respekt. Und jetzt, oh, wird immer angenehmer. Freunde, so ein leichter, süßlicher Ton habe ich. Und jetzt probiere ich auch nochmal. Boah, der breitet sich richtig im Mund aus. Auch wegen des Alkohols, ne? Der extrem überall hingeht. Mein lieber Schwan. Also, aber dazu, also ich hatte schon natürlich auch Rums mit einer ähnlichen Stärke. Die haben dann gebrannt. Das hält sich hier echt zurück, muss ich sagen. Ja, du merkst, da ist volle Wucht Alkohol drin. Aber das hält sich hier wahnsinnig zurück. Und wie gesagt, nichts mit Zucker oder so. Also da wird nichts glatt gehobelt oder irgendwie dann nochmal mit Zucker dann kaschiert, sondern hier ist volle Wucht rum im Fass und das Einzige, was da nochmal irgendwie irgendwo ein bisschen Zucker reinbringt, Madeira. Ich befürchte, den müssen wir auch noch ein bisschen länger atmen lassen. Ne? Sowas tut einem Rum nun mal auch extrem gut. Hätte ich vielleicht vorher schon mal köpfen sollen. Ich nehme noch einen Schluck. Wahnsinn.
Also, das ist so ein bisschen Barbados Plus, ne? Also Barbados mit im wahrsten Sinne des Wortes Nachbrenner. Boah, alter Schwede, der bleibt aber auch. Also, ist wie gesagt kein Süßrum. Also, macht euch da nichts vor. Der ist schon recht, recht trocken und tritt sehr, sehr wuchtig auf. Für Leute, die das so pur mögen, absolut guter Griff. Auch wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Ne? Wir reden hier von tatsächlich 40 Euro der halbe Liter. Ne? Also 39 bar Marketing-Cent. Ne? So. Aber dafür ist ja schon weit, weit vorne. Da gibt es Rums, die sind in der Kategorie deutlich teurer. Ne? Da sind wir schon irgendwo bei 50, 60, 70. Aufwärts geht immer rum. Und der wird natürlich immer gefälliger. Klar, warum? Geschmacksknospen, Geruchsnerven und so weiter. Die gewöhnen sich an Alkohol, da wird auch einiges betäubt. Ne? Wir wissen ja, Alkohol ist eigentlich ein Nervengift. Das heißt, da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel an über die Rezeptoren. Aber wisst ihr ja alles. Trotzdem, summa summarum, alles in allem, ein guter Rum für Leute, die halt so trockene, kräftige Rums mögen. Ne? Also, wie gesagt, kein Süßrum und ihr kennt ja Wagemut. Nicht? Ihr kennt den Wagemut PX Cask, Ida von der Ille, nochmal eine ganz andere Nummer, eher so die süße Richtung. Und das hier ist am anderen Ende der Skala. Also ein richtig, richtig ernst gemeinter Rum. Richtig viel Volumenprozent. Trocken, wie gesagt. Und einfach etwas, womit du dich beschäftigen kannst, der aber auch vom Aroma dich nicht so auspeitscht und nicht in verschiedene Richtungen schickt. Also ist straight, genau, so würde man sagen. Ein Rum, der gerade raus ist. Also gefällt mir. Gefällt mir, kannst du trinken, wenn, ich habe ja gesagt, das Ziel klar ist, aber dafür ist er auch nicht wirklich geeignet. Und, ach bitte, nicht mischen, ne? Also könnt ihr gerne machen, bitte. Ja, erwachsen. Aber ich würde ihn lieber pur genießen. Und da entdeckt ihr noch so die eine oder andere Aromenspitze. Ja, man könnte auch sagen, ein bisschen mandelig. Kommt hier für mich noch durch. Ja. Ja. Würzigkeit ist da. Also von daher passt, wackelt, hat Luft, ist total ehrlich der Rum. Und finde ich, hat er gut gemacht, der gute Nikolaus Krüger. Und an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben wollt, gebt mir gerne ein Like. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte drückt das Knöpfchen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Rum. Tschüss!